Ganz viel. Das ist doch super, oder? Alles für uns. Alles für euch. Das ist ein Kölner Weihnachtsmann, ne? Passt hier zu Karneval. Karnevalsmann. Ja, ist super. Aber ich mag nur die Grünen mit den Grünen. Ich hatte nicht auf Start gedrückt. Super. Das ist alles vom Andreas Rewe-Markt, ne? Und noch mal besonders. Die haben an der Kasse so Wagen stehen, wo man das abgeben kann. Und es gibt Leute, die kaufen bei Lidl ein, um es bei Rewe in den Wagen als Spende zu geben. Echt? Ja. War super, oder? Ja. Nur Adventskalender? Ja. Ja, ist doch super. Aber nimm. Kann man für nächstes Jahr. Vorsicht, die Tomaten! Okay, diese Karte. Gut, was war denn da eben los, als wir hier angekommen sind, ne? Haben wir die Schlange gesehen. Eine lange Schlange. Viele junge Leute. Und wir haben gerade gefragt, woher kommen die Leute denn eigentlich, um damit anzufangen. Ungefähr ein Drittel aus der Ukraine, aber viele halt hier auch aus der Gegend, die jetzt eben den Bedarf haben. Die Leute, die da stehen, melden sich beim Bezirksamt hier an. Aber auf Warteliste, ne? Die melden sich auf die Warteliste an. Auf Warteliste an. Und wir haben der Mitarbeiter hier, den wir gefragt haben, der hat gesagt, dass die alte Warteliste bei weitem noch nicht abgearbeitet sei. Die alte Warteliste, die hatte schon einen Aufnahmestopp, die wurde sozusagen nur noch theoretisch weitergeführt, der hatte gar keine Bedeutung und ist eben jetzt überhaupt noch nicht abgearbeitet. Und jetzt stehen schon wieder ganz, ganz viele Leute für, um letztlich neu auf eine Warteliste zu kommen. Mhm. Also der Bedarf ist mit anderen Worten, der sich hier abbildet, der ist schon gewaltig. Wobei jetzt mal in der Gegenpol dazu ist, dass wir eigentlich heute so viel Ladung hatten, wie wir das tatsächlich noch nie hatten. Ne? Das stimmt. Also wir hatten sogar irgendwie überlegt, ob wir einiges hier vorne mit ins Führerhaus nehmen, weil wir nicht mehr alles rangekriegt haben. Aber man muss das natürlich auch differenzieren. Über die Marken, also über die Discounter kann man das vielleicht nicht mehr sagen, sondern über einige Läden, die vielleicht sogar uns wohlgesonnen sind. Ich denke an ein Rewe-Laden in Löwenich, wo wir immer eine Menge bekommen, oder auch hier ein Lidl-Laden, der entgegen vieler anderer Lidl-Läden uns immer was gegeben hat. Also das, und wir haben natürlich heute gigantisch viel beim bei den beiden Rewe Abholmärkten bzw. Abholständen dann auch bekommen, sodass der Wagen in der Tat sehr, sehr voll war. Ja, aber es ist ja so, bei dem Rewe in Junkersdorf, also Junkersdorf, so für Außenstehende, ist hier ein wohlhabendes Viertel, ne? Die haben so ein System, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, dass die an der Kasse so Einkaufswagen stehen haben, wo man Lebensmittel, die man kauft, einfach als Spende dalässt, ne? Und da haben die jetzt wirklich vor Weihnachten unfassbar viel Spenden bekommen. Ja. Und die haben erzählt, dass Leute spenden, aber die Sachen vorher bei Lidl kaufen, um sie dann bei Rewe in den Einkaufswagen zu legen, ne? Ja, das ist natürlich extrem kurios und vielleicht auch gar nicht nachvollziehbar, vielleicht auch gar nicht die feine englische Art, aber das ist ja kein Widerspruch zur Spendenbereitschaft. Ja. Ne? Und die Spendenbereitschaft erst einmal, die ist doch enorm hoch. Das bildet sich, glaube ich, oder es hat sich in den letzten Wochen und Monaten nochmal so abgebildet. Und darüber kann man eigentlich auch, Stichwort gesellschaftliche Verantwortung, gesellschaftlicher Zusammenhang, froh sein, dass das so funktioniert. Und ja, die nette Frau bei Andreas Rewe in Junkersdorf sagte, dass
vor Weihnachten in diesen Einkaufskörben Spenden im Wert von 5.000 Euro gelandet sind. Ne? Schon wirklich viel. Ne? Das ist toll, das ist einfach toll. Und also es ist schon so auch irgendwie, finde ich, positiv zu betrachten. Es gibt den Blick auf andere, es gibt das Gefühl, dass man anderen, dass es ärmere Leute gibt, dass man denen was Gutes tun will und kann. Und das ist ja auch eine ganz tolle Geschichte. Und ja, darüber kann man eigentlich auch froh sein, dass das so funktioniert. Aber es hängt, sagen wir mal so, auch immer wieder, das sehen wir ja an den Unterschieden zwischen den Läden, es hängt oft an Personen, am Personal mit anderen. Ja, ganz offensichtlich. Und, ne? Es gibt einfach auch bei, es gibt einen Lidl, weil Lidl ja normalerweise jetzt nichts mehr der Tafel gibt. Ja. Weil die so ein eigenes System entwickelt haben, aber es gibt einen Lidl, die immer was für uns haben. Ja. Sogar heute irgendwie 5 Kisten mit Zwiebeln. Ne? Ja. So. Und das ist die nette rothaarige Frau, die heute nicht da war. Ne? Habe ich natürlich gut vorgebaut. Und jetzt, wie sagt man, jetzt trägt diese Beziehungsarbeit Früchte. Ja. Nein, das ist einfach toll. Und wie da einzelne Personen sagen, nee, das ist eine gute Sache. Man muss vielleicht, wenn man so ein Gesamtresümee auch zieht, muss man sagen, die Presse hilft natürlich auch enorm. Ne? Ja, also, weil jedes Mal, jede Woche irgendein Artikel über die Tafel irgendwo in Deutschland auftaucht. Ne? Das ist eben eine Seite, die befördert das natürlich auch ein bisschen noch, aber es ist ja total gut und ein schönes Ergebnis. Und ja, das war unsere erste Tour 2023, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dieses Jahr so weitergeht. Ne? Wir werden im Februar uns, glaube ich, wieder melden. Dann fahren wir nämlich eine neue Tour, nämlich nicht mehr Mittwoch, sondern immer dienstags. Und da werden wir irgendwie dann doch mal wieder neue Dinge erleben. Ne? Ja. Aber schön ist, dass wir auch dann hier wieder herkommen werden, weil hier ist schon so auch was Besonderes und nicht nur ein besonderer Brennpunkt. Den kann ich gar nicht so wahrnehmen, diesen Brennpunkt. Aber hier gibt es ganz viele nette Leute, auch mal wieder neue Leute, junge Leute, die sich hier engagieren. Und die Gesamtatmosphäre ist hier einfach auch gut. Schön, dass wir hier auch weiterhin bleiben können. Ja, ne? Wir melden uns wieder. Ja. Ganz viel. Ganz viel. Da passen aber 4 Kisten. Schön. Ist doch super, oder? Alles für euch. Das ist ein Kölner Weihnachtstisch, ne? Passt hier zu Karneval. Karnevalsmann. Ja, ist super. Aber ich mag nur die Grünen mit den Grünen. Also, ich hatte nicht auf Start gedrückt. Super. Das ist alles vom Andreas Rewe-Markt, ne? Mhm. Wo man besonders. Die haben an der Kasse so Wagen stehen, wo man das abgeben kann. Und es gibt Leute, die kaufen bei Lidl ein, um es bei Rewe in den Wagen als Spende zu geben. Echt? Ja. So super, oder? Ja. Nur Adventskalender? Ja. Ja, ist doch super. Aber nimm. Kann man für nächstes Jahr. Vorsicht, die Tomaten! Okay, diese Karte. Gut, was war denn da eben los, als wir hier angekommen sind? Ne? Haben wir die Schlange gesehen? Viele junge Leute und wir haben gerade gefragt, woher kommen die Leute denn eigentlich, um damit anzufangen. Ungefähr ein Drittel aus der Ukraine, aber viele halt hier auch aus der Gegend, die jetzt eben den Bedarf haben. Die Leute, die da stehen, melden sich beim Bezirksamt hier an. Aber auf Warteliste, ne? Die melden sich auf die Warteliste an. Auf Warteliste an. Und wir haben der Mitarbeiter hier, den wir gefragt haben, der hat gesagt, dass
die alte Warteliste bei weitem noch nicht abgearbeitet sei. Die alte Warteliste, die hatte schon einen Aufnahmestopp, die wurde sozusagen nur noch theoretisch weitergeführt, da hatte gar keine Bedeutung und ist eben jetzt überhaupt noch nicht abgearbeitet. Und jetzt stehen schon wieder ganz, ganz viele Leute für, um letztlich neu auf eine Warteliste zu kommen. Mhm. Also der Bedarf ist mit anderen Worten, der sich hier abbildet, der ist schon gewaltig. Wobei jetzt mal in der Gegenpol dazu ist, dass wir eigentlich heute so viel Ladung hatten, wie wir das tatsächlich noch nie hatten. Ne? Das stimmt. Also wir hatten sogar irgendwie überlegt, ob wir einiges hier vorne mit ins Führerhaus nehmen, weil wir nicht mehr alles reingekriegt haben. Aber man muss das natürlich auch differenzieren. Über die Marken, also über die Discounter kann man das vielleicht nicht mehr sagen, sondern über einige Läden, die vielleicht sogar uns wohlgesonnen sind. Ich denke an einen Rewe-Laden in Löwenich, wo wir immer eine Menge bekommen, oder auch hier einen Lidl-Laden, der entgegen vieler anderer Lidl-Läden uns immer was gegeben hat. Also das, und wir haben natürlich heute gigantisch viel beim bei den beiden Rewe Abholmärkten bzw. Abholständen dann auch bekommen, sodass der Wagen in der Tat sehr, sehr voll war. Ja, aber es ist ja so, bei dem Rewe in Junkersdorf, also Junkersdorf, so für Außenstehende, ist hier ein wohlhabendes Viertel, ne? Die haben so ein System, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, dass die an der Kasse so Einkaufswagen stehen haben, wo man Lebensmittel, die man kauft, einfach als Spende dalässt. Ne? Und da haben die jetzt wirklich vor Weihnachten unfassbar viel Spenden bekommen. Ja. Und die haben erzählt, dass Leute spenden, aber die Sachen vorher bei Lidl kaufen, um sie dann bei Rewe in den Einkaufswagen zu legen. Ne? Ja, das ist natürlich extrem kurios und vielleicht auch gar nicht nachvollziehbar, vielleicht auch gar nicht die feine englische Art, aber das ist ja kein Widerspruch zur Spendenbereitschaft. Ja. Ja? Und die Spendenbereitschaft erst einmal, die ist doch enorm hoch. Das bildet sich, glaube ich, das hat sich in den letzten Wochen und Monaten nochmal so abgebildet. Und darüber kann man eigentlich auch, Stichwort gesellschaftliche Verantwortung, gesellschaftlicher Zusammenhang, froh sein, dass das so funktioniert. Und ja, die nette Frau bei Andreas Rewe in Junkersdorf sagte, dass vor Weihnachten in diesen Einkaufskörben Spenden im Wert von 5.000 Euro gelandet sind. Ne? Schon wirklich viel, ne? Das ist toll, das ist einfach toll. Und also es ist schon so auch irgendwie, finde ich, positiv zu betrachten. Es gibt den Blick auf andere, es gibt das Gefühl, dass man anderen, dass es ärmere Leute gibt, dass man denen was Gutes tun will und kann. Und das ist ja auch eine ganz tolle Geschichte. Und ja, darüber kann man eigentlich auch froh sein, dass das so funktioniert. Aber es hängt, sagen wir mal so, auch immer wieder, das sehen wir ja an den Unterschieden zwischen den Läden, es hängt oft an Personen, am Personal mit anderen. Ja, ganz offensichtlich. Und, ne? Es gibt einfach auch bei, es gibt einen Lidl, weil Lidl ja normalerweise jetzt nichts mehr der Tafel gibt, weil die so ein eigenes System entwickelt haben, aber es gibt einen Lidl, die immer was für uns haben. Ja. Sogar heute irgendwie 5 Kisten mit Zwiebeln. Ne? Ja. So. Und das ist die nette rothaarige Frau, die heute nicht da war. Ne? Habe ich natürlich gut vorgebaut. Und jetzt, wie sagt man, jetzt trägt diese Beziehungsarbeit Früchte. Ja. Nein, das ist einfach toll. Und wie da einzelne Personen sagen, nee, das ist eine gute Sache. Man muss vielleicht, wenn man so ein Gesamtresümee auch zieht, muss man sagen, die Presse hilft natürlich auch enorm. Ne? Ja, weil also jedes Mal, jede Woche irgendein Artikel über die Tafel irgendwo in der Deutschland auftaucht. Ne? Und das ist eben eine Seite, die befördert das natürlich auch ein bisschen noch, aber es ist ja total gut und ein schönes Ergebnis. Und ja, das war unsere erste Tour 2023, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dieses Jahr so weitergeht. Ne? Ja. Wir werden im Februar uns, glaube ich, wieder melden,
Dann fahren wir nämlich eine neue Tour, nämlich nicht mehr mittwochs, sondern immer dienstags. Und da werden wir irgendwie dann doch mal wieder neue Dinge erleben. Ne? Ja. Aber schön ist, dass wir auch dann hier wieder herkommen werden, weil hier ist schon so auch was Besonderes und nicht nur ein besonderer Brennpunkt. Den kann ich gar nicht so wahrnehmen, diesen Brennpunkt. Aber hier gibt es ganz viele nette Leute, auch mal wieder neue Leute, junge Leute, die sich hier engagieren. Und die Gesamtatmosphäre ist hier einfach auch gut. Schön, dass wir hier auch weiterhin bleiben können. Ja, ne? Wir melden uns wieder. Ja.